Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Hallo Leute, hier habe ich was Schickes für euch gefunden. Das könnt ihr kostenlos im Netz aufrufen. Dort oben seht ihr das eingeblendet. Findet ihr diese Tastatur, auf der könnt ihr einfach drauf losspielen. Mit der Maus draufklicken. Was ich jetzt gerade gespielt habe, war die C-Dur-Tonleiter. Ich habe gespielt C, D, E, F, G, A, H, C. Unsere C-Dur-Tonleiter, nur weiße Tasten. Und das, was ich drüben aufgezeichnet habe, nämlich unsere bunten Kugeln, die sind jetzt unabhängig von Tonarten. Die könnte ich in jeder Tonart spielen. Jetzt habe ich es gerade in C-Dur gespielt. Wenn ich jetzt aber Lust habe, einen Ton höher anzufangen, weil vielleicht mein Instrument in D-Dur schöner klingt, dann beginne ich einfach einen Ton höher. Aber jetzt muss ich andere Tasten dazu auswählen. Jetzt brauche ich zwei schwarze Tasten. Was passiert, wenn ich die nicht nehme? Autsch. Das klingt nicht nach unserer Dur-Tonleiter. Also setze ich schnell Fis, Cis ein und schon stimmt's wieder. Das könnt ihr jetzt einfach selber mal ausprobieren, in den Tonleitern rumspielen. Was es mit den Vorzeichen auf sich hat, wird in den nächsten Serien von meinem kleinen Video-Exkurs geklärt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Virtual Piano.